mache heute die zufällige Diamant-Challenge in Fortnite. Ja, okay, das ist zwar kein Diamant, aber es ist aus Gold. Und zwar, wenn ich den grauen Diamant-Skin bekomme, darf ich leider nur graue Waffen spielen. Bei Valeria dürfe ich nur grüne Waffen spielen. Boss Oscar gibt mir nur blaue Waffen. Falls ich Nisha, die Schwertkämpferin, bekomme, darf ich epische Waffen benutzen. Und wenn ich Hope bekomme, darf ich leider nur legendäre Waffen benutzen. Am Ende muss ich mindestens 10 Kills machen und muss die Runde gewinnen. Falls ich es nicht schaffe, muss ich Fortnite löschen. Und bitte supportet mich, CC Stani im Item Shop. So, wir sitzen jetzt im Bus drin. Es geht jede Sekunde los. Ich bin wirklich gespannt, welchen Skin wir heute haben. Wer, seid ihr bereit? Wir gehen direkt runter. Let's go! Oh, nee. Oh, nee, ich sag euch, es ist egal. Legendär, mythisch, alles ist besser, außer graue Waffen. Und ich, trust me wirklich. Guck mal, das Ding ist, es ist relativ schwierig, legendäre Waffen zu finden oder mythische Waffen. Aber das Ding ist, wenn man erstmal legendäre Waffen hat, ist es relativ einfach, die Runde zu gewinnen. Aber mit grauen Waffen hat man die komplette Runde, komplette Gammelwaffen, die extrem schlecht sind und kaum Damage machen. Nämlich der Unterschied, das glauben viele immer gar nicht, aber tryt es selber gerne mal aus, macht mal eine graue Waffen-Challenge in Fortnite. Es ist unnormal schwierig, weil ich habe es schon mal probiert und ich habe es einfach nicht geschafft. Und ich glaube, heute die Runde, ich glaube, Fortnite muss ich löschen. Ich sag Real Rap, ich glaube, wir werden keine Chance haben, die Runde irgendwie zu gewinnen. Der Unterschied zu legendären und goldenen Waffen ist teilweise 20 bis 30 Damage pro Schuss. Das ist kein Spaß, es ist wirklich so. Und da merkt man auch, wie groß der Unterschied und wie im Großen Allgemeinen die grauen Waffen einfach nur Müll sind. Natürlich... Oh, Bot-Party, auf Wiedersehen. Dich nehmen wir natürlich direkt hoch. Erster Kill haben wir hier. Hä? Wo ist der? Easy. Bro, hier ist noch einer. Überraschung! Junge. Oh, sein Kollege kommt. Sein Kollege kommt. Soll er ruhig kommen? Ich sag mal, wie gesagt, hier am Anfang nicht sonderlich schwierig, damit irgendwie Kills zu machen. Aber besonders zum Ende hingegen, wo die meisten Leute blaue oder epische Waffen haben, wird es sehr, sehr schwierig werden. Also deswegen, wir müssen am besten jetzt probieren, early so viele Kills wie möglich zu machen und dann im Endgame irgendwie zu chillen, weil das Ziel ist natürlich wie immer 10 Kills und am Ende sogar die Runde zu gewinnen. Ansonsten war es das gewesen mit Fortnite-Spielen, dann können wir nämlich Rente einpacken, Freunde, und wir dürfen nie wieder Fortnite spielen. Okay, ich würde es halt sowieso irgendwann installieren. Aber ja, mit dem Waffen-Loadout graue Waffen zu finden, ist jetzt nicht unbedingt die Kunst. Also graue Waffen findet man in jeder Stadt wahrscheinlich zuhaufen. Aber das macht es halt nicht besser. Alle grauen Waffen sind Müll. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wieso ich keine graue Pumpgun spiele. Ich sag euch, die schlimmste Waffe in Grau ist eine Pumpgun. Es lohnt sich gar nicht, die zu spielen, weil wir würden theoretisch, wenn wir in den Nahkampf gehen, jedes 1 gegen 1 verlieren. Deswegen, ich werde probieren, so möglichst wenig in Nahkampf zu gehen. Meist die Leute irgendwie nur probieren, auf Distanz zu holen. Und das war es dann gewesen, weil... Es bringt nichts, wenn meine Schrotflinte einfach pro Schuss 30 Schaden weniger macht. Da macht er 2 Schüsse, ich bin down, ich muss 10 Schüsse machen. Macht einfach prinzipiell keinen Sinn. Und wir werden mal gucken, ob hier vielleicht noch welche sind irgendwo. Direkt rein. Ich muss early, Freunde, die Kills machen. 3 haben wir. Sieht gut aus. Ist hier noch irgendwo welche? Oh. Oh, was haben wir denn hier? Oh, 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 okay, okay. 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 Okay, also der hat fleißig hochgebaut, Bro, aber das hat ihn auch gar nichts gebracht. Junge, der ist so kassiert. Easy peasy, das war echt ein sehr lockerer Snack gewesen. Nehmen wir hier natürlich auch nochmal mit. Wir sind jetzt mitten 5er-Li dabei. Es sieht stark aus. Bitte. Das ist hier, wisst ihr, warum ich hier mal hinfahre? Ich werde es euch gleich auch zeigen einmal. Okay.
Okay, weil erstmal sind hier immer die Medaillenträger. Also, ihr seht auf der Karte. Medaillenträger sind hier immer. Und die werde ich mir auch gleich probieren zu holen. Das Ding ist, es sind auch extrem viele Bots hier immer in diesem Bereich, weil die ringsrum landen. Und dann hat man hier einfache Free Kills. Man muss halt nur... Ja, das meine ich halt. Okay, da hinten kommt der Medaillenträger. Ja, guck mal, die denken jetzt, die können mich holen. Was will der denn überhaupt von mir? Das ist auch ein Bot hier. Weg mit dir. Weg mit dir. Auf Wiedersehen. So, okay, da sind sie. Easy. Oh, die Waffe ist eigentlich geil, ne? Auf so mittlerer Distanz. Hm, Jungs. Ey, der klaut mein... Bro! Alter, lass mein Lambo! Oh. Aim ist da heute. Ja, er will mich snipen, der Eklige. Es sind zwei andere! Ey, was geht denn jetzt ab? Der hat einfach die Runde gelieft. Nils hat die Runde gelieft. Er hat gesehen, sein Kollege ist down. Er hat einfach die Runde gelieft. Stark. Weil für die Leute, die es nämlich nicht wissen, falls die Runde lief, ihr könnt trotzdem gekillt werden. Weil es dauert immer bis eurer Char nämlich die Runde... Ey, Bro. ...verlassen hat. Und da hinten kommen noch welche. Junge, wie... Junge, weh, ihr snipet mich, ihr Ekligen. Also selbst wenn ihr mal denkt, okay... Ey, ich verlasse jetzt die Runde, dass ich den Kill nicht abgebe. Der Gegner wird wahrscheinlich den Kill trotzdem bekommen, weil es dauert für das Spiel immer einige Sekunden. Boah, wichtig. Easy. Alter, die Waffe ist gut, Junge. Ich hab Panik, dass er mich jetzt hier random Headshots snipet. Dann wäre es wieder komplett. Aber die Waffe ist gut, Leute. Medaille muss er wohl liegen lassen hier. Medaille dürfen wir nicht mitnehmen. Ist ja keine graue Medaille. Aber das Ding macht Rabatz, Alter. Ordentlich Rabatz, Leute. Erstmal hier noch ein paar Mets einpacken. Das brauchen wir. Ich frage mich auch, was die Leute denken, die mir zugucken, wenn die sehen, dass ich nur graue Waffen habe. Die denken sich auch so, ey, Bro, der Typ hier vorne liegen mythische Waffen rum. Nimm doch die mythischen Waffen mit, Junge. Er will wiederbeleben. Er hat wiederbelebt. Bro, letzte Chance. Oh mein Gott. Leute, was war das denn? Was war das denn gerade? Er gibt mir auf einmal das Triple Headshot. Oh, weg mit dem. Oh. Ey, was ist das denn, Leute? 14 Kills? Also wie random... Was? Hä? Wie random ist denn das gerade? Junge! Also ich wusste ja, Fencing Field ist ja das neue Tilted Towers. Aber dass es hier so zur Sache geht... Okay, obwohl, es geht ja eigentlich jede Runde zur Sache. Deswegen ist dann nicht... Also rotiere ich meist auch immer hier hin. Geiler Start. Sehr, sehr geiler Start. Das waren, guck mal, die haben hier Rocket League Auto. Das war ein Rocket League Spieler gewesen und ich sag euch, man hat es leider gemerkt. Ja, Rocket League Spieler. Ihr müsst doch ein bisschen üben in Fortnite. Spaß, es gibt wahrscheinlich auch richtig gute Rocket League Spieler, die Fortnite spielen. Aber haben wir hier noch welche? Ja, okay, das ist... Ja, auf Wiedersehen. Und wir haben rechts von uns neue Med... Oh Gott, neue Medaillenfights. Oh mein Gott. Junge, ich hab den so geclearet. Ich hab den... Oh, okay, sein Kollege sniped und einer pusht vor. Die zweiten Medaillen, Leute, werden wir uns jetzt auch holen. Direkt rein da. Oh, ich hab Paranoia vor Snipes, Leute. Ihr wisst nicht, wie viele Runden ich aufnehme. Und mich zum Ende irgendein Sniper holt. Ich habe einfach so Paranoia und wir sind gerade so gut dabei. Oh, was will er denn? Er soll mal hier...
Er will, dass ich pieke, ne? Er will's. Er will's. Ich will das lieber nicht als Risiko eingehen. Mittlerer Distanz kann ich es besser einschätzen. Und die müssen in die Zone. Wir können den Weg hier zumachen. Wir machen Fatal Fields zu. Mit meinem grauen Elite-Skin hier. Junge. Was denkt ihr? Denkt ihr, ihr kommt hier vorbei an mir, oder was? Junge, ich bin der neue Boss von Fatal Fields. Ich muss die pranken hier mit meinen Ramps und so, Leute, dass die... Guck mal hier, siehst du, hat geklappt. Prank hat geklappt. Ey, die werden jetzt so abwarten, ne? Aber die müssen kommen, die können auch in der Zone chillen, gar kein Problem. Ich mach hier Pause, Freunde. Ich warte hier, mich werdet ihr nicht so schnell los. Matt sieht gut aus, ich hab Zeit. Also ich muss jetzt gerade nirgendwo noch irgendwo hin, Freunde, ihr habt auch Zeit. Und weil wir gerade Zeit haben, tragt ihr jetzt natürlich Creator Code Stunny ein. Nebenbei kurz in Fortnite. Ihr geht aus die laufende Runde raus. Creator Code Stunny, komm. Support ein bisschen. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Und dann hole ich auch die beiden Paulberger hier locker. Wir müssen nur... Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Das meine ich halt. Sobald die in Nahkampf kommen, sieht es übel aus. Okay, die hauen ab. Die gehen in die Zone. Sollen die Zone gehen? Ich muss aber auch Zone. Haben die mir mein Auto geklaut? Oh. Free. Wo ist der Typ? Hä? Junge, wo ist er hin? So, easy. Ich wollte eigentlich nur seinen Loot haben, aber... Okay, die campen beide vor mir. Und ich habe denen schon wieder Kill geklaut. Zweimal schon Kill geklaut, die sind sauer. Da liegt ein Fisch, das ist gut. Wir bräuchten eventuell den Fisch. Also tut mir echt mal einen Gefallen, schreibt mal in die Kommentare, ob es überhaupt... Ob ihr es überhaupt mal probiert habt. Graue Waffen-Challenge. Ist hardcore, glaubt mir. Richtig. Push, Leute. Oh, das sind auch ein paar Kakerlaken, ey. Junge, ihr kleinen Kakerlakis. Kommt. Guck mal, der eine wieder. Mit der Sniper. Diese kleinen Kakerlakis, ey. Euch kriege ich alle. Ja, komm. Komm. Peek, Bro. Peek, Bro. Oh mein Gott. Ey, die Waffe. So, Junge, der hatte so... Oh, zum Glück bin ich nicht komplett in Nahkampf gegangen. Er hatte einfach die mythische Peter Griffin-Waffe gehabt. WTF. Okay, und deswegen meine ich halt, was will... Junge, da bin ich Double-Hit gewesen. Deswegen hat er mir vorhin auch so viel Schaden gedrückt. Da braucht man nicht in Nahkampf irgendwie probieren, aber haben wir... Ey, 20 Kills. Was passiert hier gerade? Es ist wirklich eine God-Round. Ich sag euch, ich werde jetzt auch ein God-Ende machen. Ich werde nämlich... Ich habe schon einen Plan. Ich kann es euch noch nicht sagen, was ich gleich machen werde, aber es wird... Einige werden es kennen. Es wird geisteskrank. Es wird... Oh Gott, das wird eine gute Runde.
War es eine gute Runde? Okay, G-Klasse ist hier am Start. Sehr gut, wichtig. Aber ich glaube, ich werde erstmal kurz die Zone hier abwarten. 11 Leute leben noch. Es sieht alles nach einem Win aus. Aber wir müssen Zone abwarten. Wir müssen das auch Ganze hier ein bisschen clever anstellen. Die Frage ist, sind noch ein paar Kronleute am Start? Ich würde es gerne tryen, weil ich mache es eigentlich jede Challenge. Skybase bauen. Junge, der eine hat da auf jeden Fall gerade ordentlich welche weggefetzt. 8 Leute nur noch. Junge, ey, der andere, einer hat gerade 4 Kills gemacht. Skybase, komm, ab geht's rein. Wir werden es tryen. Ich habe Dingsgranaten. Wir können hier über einen Fluss bauen und wir haben einmal Impulsgranaten, wo wir vielleicht abgesaved werden könnten. Ich hoffe, es klappt diesmal. Ich hoffe, wir mal wieder ein paar. Ich würde es feiern, wenn mal wieder ein paar Ehrenleute drin sind, die uns irgendwie. Ja, keine Ahnung, Leute, irgendwie mal selber Skybase hochbauen und sich direkt runterschießen. Aber bisher, jede Runde wurden wir runtergeschossen. Aber das Ehrenloseste, das ist auch eine. Es ist eine inoffizielle Regel in Fortnite. Das Ehrenloseste ist einfach, wenn man Skybase runterschießt, meiner Meinung nach. Weil, Junge, der Typ, der Skybase macht, der will doch eh nicht gewinnen. Der spielt zum Spaß. Wisst ihr, was ich meine? Ich will doch jetzt hier nicht auf Wind schwitzen mit Skybase. Das macht man hier just for fun. Da kann man auch sich mal hochbauen, mal pickaxen, alles drum und dran. In einer normalen Runde geht das schon. So, wir sind jetzt hier. Also, falls wir runtergeballert werden sollten, wir sind gut über den Fluss. Also, hier ist alles safe. Ich muss halt nur gucken, dass sie nicht genau. Dass sie nicht genau die Dings runterschießen, wo ich halt drauf bin, dass ich halt immer noch impulsen kann zur Not. Es sieht gut aus. Was wir sehen, 6 Leute leben noch. Ich sehe nichts. Ich denke mal, es werden auch noch 3 Teams sein. 2, 2, 2. Aber bisher ist es sehr gemütlich hier auf der Skybase. Manchmal klappt es, manchmal sind die Leute unten so in die Fights verwickelt, dass die einen bis zur Endzone nicht sehen. Aber da haben die irgendwann Langeweile. Gucken hoch. Ich sag euch, schade, dass es keine 3000 mehr Mats mehr gibt. Mit 3000 Mats Skybase war schon eine andere Liga gewesen. Weil da konnte man wirklich weit weg von der Zone reinbauen. Weil, guck mal, das sieht man halt, ne? Das ist halt, theoretisch, wenn das nicht in der Zone ist, nicht im Sturm, sieht man das halt. Ist halt nicht so gut. Bisher sieht es gut aus. Zone sogar perfekt. Aber die werden mich sowas von runterschießen. Ich save hier nochmal ein bisschen doppelt ab. Weil unter uns ist nämlich gerade kein Wasser. Wenn ich jetzt runterfallen sollte, wäre es das nämlich mit der Runde gewesen und wir haben verloren. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht. Ey, also bisher absolute Ehrenmänner. Giuseppe hat hier gerade eingeholt. Einer ist auf jeden Fall gedownt, aber ich sehe auch keinen. Wo sind die Leute? Hä? Wo sind die? Hä? Skybase steht. Also das ist Hide and Seek gerade ein bisschen. Wo sind die letzten Leute? Hinten in der Riesenvilla. Bro, chillig. Chillig, chillig, chillig. Wir gehen mal kurz wieder auf unseren sicheren Spot, falls wir runterfallen sollten. Okay, letzte 2 Teams. Wo seid ihr? Hä? Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung. Leute, die Zone ist so klein. Ich weiß leider nicht, wo die sich verstecken. Es ist keiner mehr da. Ich würde ja jetzt gucken, ob die eine Skybase bauen, aber hier baut keiner eine Skybase. Kommt mal raus hier. Ich glaube, da unten. Och, Mann, ey. Wie ehrenlos will man sein? Okay, das werden die bereuen. Das werden die bereuen. Können die wissen. Das ist kein Spaß mehr. Wer sowas macht, kann ich nicht mal in die Augen gucken auch. Ehrenlos. Ehrenlos, ehrenlos. Wisst ihr, ey, wir könnten ja mit der. Junge, die schießen selbst das kaputt. Was ist das denn?
Junge, ich wollte gerade mit der G-Klasse einen fetten Stunt machen für euch, aber wir sind absolut in der Zone. Guck mal, ihr müsst in die Zone kommen, nicht ich. Wah, Junge, Leute, wie viel Kills klauen wir bitte gerade? Wie viel Kills habe ich jetzt bitte geklaut? Okay, die haben beide anscheinend mythische Items. Ja, vielleicht. Wir müssen erstmal. Nicht, dass er mich noch sniped hier. Aber er hat gut kastiert, Bro. Er weiß direkt hier mit dem Typen hier oben. Hä? So. Kannst du fliegen, wie du willst. Krone ist weg, mein Bester. Dafür, dass ihr gegen die Skybase gefightet habt. Aber du kannst noch den richtigen Weg wählen, wenn du möchtest. Aber ich glaube, Bro, das Einzige, was er wählen will, ist wahrscheinlich, auf mich zu gehen und die Runde zu verlieren, weil er nicht weiß, gegen wem er hier spielt. Das war, ey, Bro. Mach nicht. Yo! Bro, es ist sogar Travis Scott! Nimm Fisch, Travis. Nimm Fisch. Junge! Alter, Leute, was ist das denn? Er will 1 gegen 1! Ober Ehrenmann. Ehrenmann. Okay, let's go, Bro. 1 gegen 1. Ich bin bereit. Komm. Junge, wer jetzt Creator Coach Dani nicht einträgt, Freunde, bei so viel Kills und alles, den kann man nicht mehr helfen. Da raste ich auch irgendwann mal aus. Lasst ein Like und ein Abo da, aber gefälligst jetzt hier, Leute. Tschüss mit Öl.